als unserem letzten Videoblog aus Barcelona von der Schwimmweltmeisterschaft 2013. Wir sind jetzt am Flughafen und fliegen gleich über Frankfurt nach Hamburg. Und ja, Markus, wie fandest du deine WM? Also es war okay. Ich hatte mir im Großen und Ganzen ein bisschen mehr erhofft von meinen Zeiten, aber also schlecht war es nicht. Es war in Ordnung, aber im nächsten Jahr müsste da bestimmt noch ein Steigerungspotenzial. Fragst du mich? Wie war deine WM? Ja, also meine WM fand ich sehr gut. Ich war noch nie so gut bei der WM. Ich habe 2 sechste Plätze in der Staffel, 4x100 Graul und in 50 Meter Schmetterling Einzel geholt, 5. in der Langstaffel und 4. im Einzel über 100 Schmett. Der Platz ärgert mich ein bisschen, weil ich da kein kluges Rennen geschwommen bin und sonst vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber ich habe wieder was gelernt und ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind in Hamburg. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre, weil ich glaube, da geht noch mehr. Okay, und wie fandest du das Schwimmstadion, Markus? Also es war ja eine Mehrzweckhalle, das war kein Schwimmbad eigentlich. Da haben sie ein Schwimmbad reingebaut in die Halle. Und das sind, ich glaube, da haben 12.000 Leute reingepasst und manchmal war es auch ziemlich voll, also 10.000 Leute waren bestimmt da. Es waren, vor allem wenn die Spanier geschwommen sind, war echt eine richtig gute Stimmung und auch bei den Staffeln vor allem. Und ja, also Organisation war gut, Becken war gut, Halle war gut. Passt. Ja, ich fand es auch, mir hat die WM sehr gut gefallen, also nicht natürlich, weil ich gut geschwommen bin, sondern auch irgendwie Barcelona ist eine Top-Stadt. Vielleicht komme ich nochmal her für einen Städteurlaub und das Gelände war sehr schön, wo die Schwimmhalle war, die Organisation hat funktioniert, die Bus-Shuttles kamen pünktlich und ja, war eine gelungene Sache auf jeden Fall. Und was geht jetzt noch die nächste Woche, Markus? Genau, heute ist Montag, wir fliegen heim nach Hamburg und morgen fliegen wir schon weiter nach Eindhoven, Weltcup, Mittwoch, Donnerstag. Und am Freitag ist dann ein Reisetag nach Berlin, wo dann Samstag, Sonntag noch der letzte Weltcup ist, der Weltcup ist für uns. Und danach starten wir dann in die Sommerpause. Genau, also noch eine Woche Wettkämpfe, das ist ungewöhnlich, nach dem absoluten Saisonhöhepunkt noch weiter zu trainieren und weiter Wettkämpfe zu schwimmen, aber das ist dieses Jahr trainieren. Dieses Jahr ist das so und ja, nochmal 2 Wettkämpfe schnell schwimmen und dann in die verdiente Sommerpause. Ja, das war's von uns. Bis bald. Ciao.